Von außen deuten nur noch diese gelben Polizeisiegel darauf hin, dass in dieser Sportbar gestern Abend ein junger Mann mit mehreren Messerstichen getötet wurde. Im Innern sind die Spuren der Tat und der Wiederbelebungsversuche aber noch deutlich zu sehen. Nur rund einen Kilometer weiter sperrte die Polizei den zweiten Tatort ab. In diesem Mehrfamilienhaus stach mutmaßlich der gleiche Täter in der gemeinsamen Wohnung auf seine Lebensgefährtin ein und verletzte sie schwer. Das Medieninteresse ist heute groß, dennoch äußert sich die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen zurückhaltend. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg geht von einem Beziehungstat aus. Opfer und Tatverdächtiger im Alter von 34 Jahren kommen alle aus Delmenhorst. Die beiden Opfer und der mutmaßliche Täter sollen nach Buten- und Binneninformationen kurdischstämmig sein. Vieles spricht dafür, dass das Tatmotiv Eifersucht sein könnte. Die Staatsanwaltschaft bestätigt das bislang nicht. Die beiden Opfer sollen eine Affäre gehabt haben. Die Frau überlebte die Messerattacke, musste aber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile soll sich ihr Zustand stabilisiert haben. Für die Polizei Delmenhorst war das gestern ein Großeinsatz. Beide Tatorte wurden weiträumig abgesperrt. Vor Ort ist eine Betreuung von Angehörigen durchgeführt worden. Das Kriseninterventionsteam ist genauso wie Rettungskräfte eingesetzt worden. Die Kolleginnen und Kollegen der Kripo haben vor Ort mit der Spurensuche begonnen. Direkt nach der Tat kam es vor der Bar zu tumultartigen Szenen. Der Polizei gelang es, die aufgeheizte Situation unter Kontrolle zu bringen. Anschließend ein Ermittlungserfolg in Gröpeling. Der mutmaßliche Täter konnte aufgrund von Zeugenhinweisen noch am Abend in Bremen verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wird heute einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Amtsgericht Delmenhorst stellen. Ob der Tatvorwurf Mord oder Totschlag lautet, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft heute auf Nachfrage nicht äußern.